SPD und CSU-Ansichten prallten an diesem Montag nur einmal direkt aufeinander, als Christian Ude bei seinem Spaziergang mit Alt-OB Reinhold Perlack auf einen alteingesessenen Straubinger CSU-Stadtrat traf, der ihm auf Udes Nachfrage auch noch bestätigte, dass er sich mit seiner CSU heutzutage doch manchmal etwas schwer tue. Ude wirkte entspannt, plauderte mit vielen Passanten und versuchte sich sogar ein wenig in Konjunkturbelebung für die Straubinger Wirtschaft. Ich bin ja wirklich nur durch eine Presserecherche draufgekommen, was meine Frau und ich vergessen haben, dass wir heute unseren 30. Hochzeitstag haben. Und da habe ich natürlich sofort die Gelegenheit genutzt, für ihr Wiesendirndl noch eine Brosche zu kaufen mit einer Straubinger Stadtansicht. Das wird sie bei der nächsten Wieseneröffnung und dann auch an den folgenden Tagen tragen. Straubing mit seinem langjährigen Oberbürgermeister Reinhold Perlack sei ein Musterbeispiel dafür, wie eine Stadt unter SPD-Führung ökonomisch erfolgreich sein könne. Genauso wie München. Wir haben real Schulden abgebaut und nicht die größten angehäuft, die je in einer Amtsperiode aufgenommen worden sind. Dass die SPD in Meinungsumfragen derzeit nicht so gut abschneidet, ließ Ude kalt. Warten wir doch das Wahlergebnis ab. Ich wollte immer Wahlen gewinnen und habe das in meinem Leben auch getan, nie Umfragen. Deshalb zeigte sich der SPD-Hoffnungsträger auch guter Dinge, dass der Wechsel gelingen könne. Sein Traum, als Landesvater zum Gäubodenvolksfest kommen. Es wäre mir eine große Ehre, das einmal als Ministerpräsident eröffnen zu dürfen. Dass ich große Volksfeste eröffnen kann, ist, glaube ich, in den letzten 20 Jahren hinlänglich bekannt geworden. Ortswechsel. Wir sind in Deggendorf, ebenfalls am Montag, 10 Stunden später. Franz Josef Strauß hat dieses Bayern industrialisiert. Edmund Stoiber hat es hinübergeführt in ein Hightech-Land. Und wir haben jetzt die digitale Revolution in unserem Lande zu bewältigen, damit wir am Ende dieser Periode dann auch die Nummer 1 auf der Welt sind. Die Nummer 1 sein. Es ist das Selbstverständnis der CSU. Und es ist natürlich auch wieder das Ziel für die Landtagswahl. Horst Seehofers Modernisierungskurs zeigt sich auch in seinem Wahlkampf. Eine mit viel Aufwand produzierte CSU-Show unter dem Titel Seehofer direkt feierte am Montagabend in Deggendorf Weltpremiere. Die Gäste und die Zuschauer per Livestream durften ihm persönlich direkt Fragen stellen. Sehe ich denn schon eine Frage? Da fangen wir mit der Dame da vorne an, gleich mal hier. Hier, glaube ich. Da hinten war ein Herr, ja, ganz hinten. Da hoffen wir, dass wir die zwei Fragen gut beantwortet haben. Wir haben es wirklich nicht abgesprochen, kam aus dem Facebook jetzt, auf Facebook, wie es so schön heißt. Seehofer präsentierte sich locker, entspannt, mit dem ein oder anderen flapsigen Spruch auf den Lippen. Ganz wie man ihn von öffentlichen Auftritten kennt. Guten Abend, Herr Oberbürgermeister. Sie haben gute Entscheidungen getroffen. Hoffentlich keine Forderungen an den Freistaat Bayern, was die Eishalle betrifft. Die Themenpalette an diesem Abend reichte vom Hochwasser. Das ist jetzt unsere Lösung. Schneller, mehr Geld, damit bei der nächsten Katastrophe die Bevölkerung hier weitestgehend gesichert ist. Jetzt sind die Kleingärtner momentan immer noch nicht als Hochwassergeschädigte eingestuft. Das ist mit Sicherheit nur das Trinkgeldschaden, das was im Fischerdorf passiert ist. Jetzt wenn sie das bisschen Trinkgeld drauflegen können, dass die Kleingärtner auch ein bisschen was kriegen, die Einzelnen, dann haben wir da schon hochzufrieden. Über persönliche Bitten an den Ministerpräsidenten. Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich jetzt auf so einen Einzelfall in einer Weise nicht antworten kann, dass Sie damit was anfangen können. Bis hin zu Verkehrsthemen. So machte sich Seehofer auch erneut für die Autobahnmaut stark. Aber, das ist jetzt entscheidend, diese Mittel dann nicht einfach in den Bundeshaushalt geben, sondern zweckgebunden nur für Verkehrsmaßnahmen. Der Herausforderer SPD war an diesem Abend in Deggendorf kein Thema. Nach dem 15. September wissen wir dann, wer in Bayern künftig in wessen Schatten steht.